Also ich bin die Heidi Zacher und ich mache Skicross. Und ja, ich erkläre euch jetzt mal kurz, um was im Skicross geht. Also man fährt zu viert auf einer Strecke, die mit Wellen, Sprüngen, Steilkurven gespickt ist. Also man kann sich das einfach vorstellen wie Motocross auf Ski. Und wir starten dann zu viert gleichzeitig und die ersten zwei, die als erstes zum Ziel sind, kommen eine Runde weiter und es wird dann im K.O.-System gefahren. Am Donnerstag bin ich immer da in Reifenhall bei der Marga zur Wassergymnastik. Dass ich vor zwei Monaten erst an der Schulter operiert worden bin, ist das eigentlich so meine Reha, damit die Schulter schnell wieder fit wird. Jetzt ist ein Elite-Plus-Programm aufgenommen worden, was mich natürlich sehr freut, weil somit kann ich mich mehr auf mein großes Ziel Olympia in Sochi vorbereiten. Ablauf ist eigentlich am Vormittag arbeiten, dann nachmittags, je nach Wetter, entweder Radfahren gehen oder ins Sportstudio, dort Kraft trainieren. Ja, dann sind abwechslungsreiche Sachen drin, wie so Klettern oder manchmal auch zum Stand-Up-Paddeln, weil ja, es stärkt den Oberkörper und es ist gerade im Skicross eben wichtig, damit man schnell am Start ist, wenn man viel Kraft im Oberkörper hat. Olympia ist für mich eigentlich eine Erfüllung von einem großen Traum und so das große Ziel, das jeder Sportler hat. Mein Ziel für Sochi ist, Medaille zu gewinnen und ja, für das arbeite ich hart und hoffe, dass es klappt. Ja, Wintersportler werden im Sommer gemacht, das stimmt, weil ja, wenn man im Sommer nicht hart arbeitet und die Grundlagen legt, dann kann man im Winter nicht schnell sein. Und